Hallihallo, Hallöle und willkommen bei mir im Kanal bei Chemie zockt. Jetzt habe ich gerade eben ausführliches Video gemacht zu Bunker Bravo und Season 3 mit bisher bestätigten Informationen bzw. mit Bildmaterial von den Alpha-Testern. Habe ich mir gedacht, gucke ich bei vk.com doch nochmal vorbei, ob es da auch noch Leaks bzw. unbestätigte Nachrichten und Neuigkeiten gibt. In der Tat sind hier auch schon wieder neue Postings drin zum kommenden Update zu Season 3. Da mein Russisch leider nicht so toll ist, beziehungsweise ich gar kein Russisch kann, muss ich mich hier leider auf die automatische Übersetzungsfunktion in meinem Browser verlassen, beziehungsweise über Google Translate. Und zwar gibt es hier wohl noch neue Informationen, die bisher wohl noch nicht durchgesickert sind, möchte ich euch hier auch mal vorstellen. Und zwar geht es hier wohl ums Angeln bzw. ums Baumenü. Erster Satz ergibt wieder keinen Sinn. Wir wissen, dass sie warten. Wir wissen, dass sie wollen. Grüße den ersten Teil der dritten Staffel. Während ihre Kunden in Bravo unterwegs sind, fahren wir sie von vorne mit hochwertigen Daten. Ja, gibt wenig Sinn, der Satz. Beginnen wir mit einer einfachen Einteilung der Konstruktion in Kategorien. Ab sofort ist alles dank Kategorien einfacher zu organisieren. Wände und Böden, Werkzeugmaschinen, Möbel, Schutz und so weiter. Werfen Sie einen Blick auf die Fülle an neuen Möbeldekorationen und etwas anderem. So, also wir werden demnächst in unserem Baumenü wohl eine Unterteilung haben. Ist ja auch schon mal angedacht und ich weiß gar nicht wann, es war mal von Kev ja auch angesprochen worden, dass in dem Baumenü, wo wir dann halt auch nur die Macheten und die Rüstung und weiß was bauen können, demnächst wohl so eine Unterteilung gibt zwischen Möbel und Wänden, Werkzeugmaschinen, Möbelschutz und so weiter. Also da bin ich mal gespannt, da wird das ein bisschen aufgeräumter werden. Müssen wir nicht immer da Ewigkeiten durchscrollen, bis wir dann finden, was wir bauen wollen. Zum Beispiel Verbände oder eine Machete oder weiß ich was. Dann wird es neue Möbel wohl geben, Dekoration, Becken mit Pflanzen, altes Bad. Vielleicht ist dies ein Mini-Brunnen aus der Unterentwicklung. Keine Ahnung, was da der Originaltext sagt. Baum, Schössling im Reifen, Pilze im Reifen, Toilette, die Statue, da gibt es hier unten noch Bilder zu, ist ja vor Ewigkeiten auch von Käfi mal gepostet worden in der Under Development Sektion, da gab es ja diese Bilder hier, das wird wohl der alte Brunnen sein, beziehungsweise ja hier Statue, Fische kommen wir gleich noch zu. Baum im Reifen, Pilze im Reifen, weiß ich jetzt nicht, was damit gemeint sein könnte. Dann gibt es neue Werkzeugmaschinen, Ständer für Hydrokultur, drücken Sie, push it, keine Ahnung, ein Gasscheider und ein Küchenherd. Und zum Schutz wird es wohl noch Stacheldraht und Minen geben. Haben Sie jetzt leider keine Bildchen zu. Beziehungsweise hier ist noch der Herd, das wohl sein wird. Da können wir, ich weiß nicht, ob die Fische dann da kochen können werden. Lassen wir uns doch mal überraschen. Jedenfalls lesen wir erstmal den Text hier weiter. Ne? Wir glauben, Sie wissen, dass eine solche Anzahl von Maschinen nicht ohne die erforderlichen Materialien gebaut werden kann. Dieses Update wird eine riesige Liste neuer Materialien präsentieren. Zusätzlich zu den Ressourcen, mit denen wir ATV sammeln werden, erhielten wir auch Angelruten, verschiedene Arten von Fischen, Materialien zum Zusammenbau verschiedener Elemente und sogar Gewürze. Da bin ich aber sehr gespannt, Gewürze und neue Materialien, was da noch kommen wird. Wir sehen aber gleich dann im nächsten Artikel noch ein paar neuere Leaks zu. Für den Anfang Angelrouten. Laut unserem Informanten werden sie in zwei minimale Untertypen unterteilt. Ich denke mal, das soll Minimum heißen. Also mindestens zwei verschiedene Angeln wird es geben. Nämlich eine hausgemachte, hölzerne und eine professionelle Angelroute, die höchstwahrscheinlich vor der Apokalypse hergestellt wurde. Nun, da es Angelrouten gibt, gibt es einen Haken. Zusätzlich zu Fischködern und möglicherweise Sinkern werden 6 Fischarten im Spiel hinzugefügt, wie wir vor 6 Monaten gezeigt haben. Barsch, Karpfen, Lachs, Hecht, Wels und Stör. Weiß ich gar nicht, hatte ich da ein Video zugemacht oder hatte ich das nur ins Discord gepostet? Ich weiß es nicht. Also es ist ja auch schon eine alte Meldung, dass es Fische im Spiel wohl schon in den Spieldaten drin gibt, die aber bisher halt nur so schlummerten. Das Fischen selbst wird als Minispiel funktionieren, indem Sie angenehm und nützlich Zeit verbringen können. Wir denken, dass dies eine großartige Möglichkeit ist, sich selbst zu beschäftigen. Also wird es, also ja, weiß nicht, ob das wie Fishing-Simulator funktionieren wird, dass wir die Angel auswerfen müssen oder im richtigen Moment draufklicken müssen, wenn etwas angebissen hat, ob die Köder verschiedene Fischarten anlocken, die Sinker, die muss man ja die Ampel an die Angel machen, ne, wenn man irgendwie andere Fisch
Sorten angeln will, muss man ja so Sinker. Ich kenne mich jetzt mit Angeln nicht so aus. So, und wenn Sie angeln, benötigen Sie einen Angelanzug. Und das ist er. Ein Angelhut wird im Spiel erscheinen, den wir auch schon lange gezeigt haben. Das war auch vor Ewigkeiten mal. Da war mal so ein Bildchen aufgetaucht mit einem Angelhut, wo auch verschiedene Köder und verschiedene Haken dran waren. Ob das hier sein wird, ja, hier wird es behauptet. Also wie gesagt, das hier sind alles unbestätigte Informationen, kann auch sein. Aber bisher hatten die eigentlich immer recht gehabt. Ja, wo man dann, apropos Kostüme, hast du das heutige Video gesehen? Ja, sie werden uns ein Tarnungsset hinzufügen, das bereits bestätigt wurde. Camouflage, Mütze, Jacke und Hose sowie Gummistiefel werden zu zuverlässigen Helfern in den Sümpfen. Bewaffne dich mit BCC, das ist glaube ich VSS, das sind glaube ich die russischen Buchstaben VSS und BCC, und spring in die Büsche. Zusätzlich zu diesem Kostüm erscheint der gute alte Anti-Rudd im Offline-Teil. Ein Anzug bereit für den Kampf im Bunker Bravo. Wir gucken uns gleich mal den offiziellen Teaser an, da wird das nämlich auch gezeigt. So, und ein bisschen über Ressourcen. Seit der Recycling-Tabelle haben wir nicht mehr so viele neue Komponenten gesehen. Darunter Asche, Torf, Torfbrennstoff, Blei, Autobatterie, Gummi, Getriebe, Stack. Also kleine Zahnrädchen, das große Getriebe und Gasflaschen. Artikel auch zum neuen Produkt auffüllen, blablabla, genau. So, und dann würde ich sagen, gucken wir uns nämlich auch nochmal den offiziellen Trailer, den habe ich nämlich auch unterschlagen beim letzten Video, an. Da geht es nämlich auch hoch her, was da an Infos noch drin steckt. Ne, Play. Okay, er spielt, aber es ist schwarz. Puffert, okay, komm, play. Ah, da, jetzt geht's los. Da sehen wir halt das hier, ne, das ist Sumpfgebiet. Hier sehen wir Eschenbäume stehen, das kannten wir vorher auch schon. Es läuft jemand von der Horde weg, das wird wohl auch im, das war zu schnell, im Sumpfgebiet sein. Hier dann Teaser auf Bunker Bravo nochmal. Das ist dann im Bunker Bravo, dass er verstrahlt sein wird, wissen wir ja jetzt schon. Die neuen Zombies, die da rumstehen. So, das hier sieht auch aus wie Sumpfgebiet, wobei da sind sowohl Eschenbäume als auch die uns bekannten Pinienbäume. Und da läuft einer von der Horde weg und die anderen helfen ihm. Dann kommt es zu einer dicken Schießerei. Da weiß ich auch nicht genau, da steht jetzt mit Fort Moss. Sieht aber auch aus, als wäre es im Sumpfgebiet. Das Gebäude haben wir ja auch schon mal gesehen. Ob das hier Event ist, sieht mir bald danach aus, dass hier NPCs uns helfen oder wir den NPCs helfen müssen. Da hatten wir gerade kurz das ATV gesehen. Hier ganz viele neue Sumpfzombies und hier dann das. Wobei hier, er hat jetzt keinen Fischerhut aufgehabt oder sowas. Und es ist halt, und da dann auch jetzt Bunker Bravo. Läuft einer auch in dem Strahlenschutzanzug durch die Gegend. Wann wir den, wo wir den, wie wir den kriegen, keine Ahnung dazu. Und hier ist dann Season 3. Und jetzt kommt das Interessante. Da, Ghillie Suit, ein sogenannter Ghillie Suit, ein Tarnanzug. Das habe ich auch schon gesehen gehabt, habe aber da gar keine weitere Bedeutung zugeordnet. Wenn wir den jetzt auch wirklich kriegen können, dass wir uns irgendwie verstecken können im Gebüsch, wird auch ein geiles Feature werden, wenn es da möglich so ist. Wie gesagt, das hier sind nur auch nur Mutmaßungen und unbestätigte Informationen, die hier aus den vorhandenen Daten irgendwie raus extrahieren konnten, beziehungsweise haben die wohl irgendwo einen Informanten. Ich weiß nicht, wer der Informant ist. Jedenfalls geht's dann hier nochmal weiter. Da gibt's noch mehr Informationen. Das ist schon automatisch übersetzt. Genau, das ist jetzt vom gestern. Also bei mir ist mittlerweile mitten in der Nacht, 9.11. Das ist eine Meldung vom 8.11. 17.39 Uhr. Da heißt es dann, hallo Überlebende, der gesegnete Stream bringt uns zusätzliche Informationen zum nächsten Update. Jetzt weiß ich nicht, was der gesegnete Stream ist. Wie wir besprochen haben, ist dies der zweite Teil unserer Pflaume. Pflaume ist auch immer falsch übersetzt. Das heißt wohl irgendwie Leaks oder keine Ahnung was. Indem sie Informationen zu verschiedenen Ereignissen, Sumpfmobs, Zombies in Bravo und den am meisten erwarteten neuen Rezepten erhalten, importieren und fliegen. Ja, wie gesagt, automatische Übersetzung. Mit Originaltext kann ich leider überhaupt nicht lesen. Beginnen wir mit kleinen Änderungen an der Tankstelle. Anscheinend wird hier der Spielautomat mit der Lotterie hinzugefügt. Habe ich im letzten Video ja auch schon gesagt, da kriegen wir diese Kronkorken.
die wir wohl in der Tankstelle irgendwo einlösen können. Ne? Erinnern Sie sich, wir sagten, dass einer der neuen Gegenstände ein Token für Roulette sein wird. Ja, aber ist ja jetzt, das ist mittlerweile ja sogar bestätigt. An der Tankstelle wartet also höchstwahrscheinlich ein neuer Charakter auf Sie, der es geschafft hat, diesen alten Mechanismus zu starten. Es ist noch nicht bekannt, wie dies funktionieren wird, aber wie beim Angeln wird hier eine leichte Fahrt erwartet. Keine Ahnung. Außerdem bekommen wir hier ATV-Übertragungen, also ATV, das ist Transmission, also ATV-Getriebe. Die ATV-Getriebe wird es wohl an dem Slot-Automaten oder whatever, an der Slot-Maschine geben. Überrascht? Dies ist nur der Anfang. Wir werden Sie nicht quälen und einige neue Rezepte und Details enthüllen, wie wir im vorigen Teil berichtet haben, also das, was ich eben schon vorgelesen habe. Ne? Werden die folgenden Gebäude zum Spiel hinzugefügt. Ein Ständer für Hydrokultur, Pflanzen wachsen in Innenräumen, eine Pressmaschine, ein Herd und eine Mine. Wir haben weitere Details zu Ihren Komponenten hinterlassen, damit Sie Ressourcen nach Möglichkeit vorbereiten können. Also es wird neuer Kram geben. Hier so eine Hydrokultur. Das ist auch eine Zeichnung, die Kef hier vor Ewigkeiten mal als Under Development gepostet hatte. Dann da dieser Herd, aber das Bild hier ist eigentlich schon uralt. Dann kommt das jetzt endlich ins Spiel, was sie vor Ewigkeiten mal im Google Play Store hatten. Gut, das wird wirklich die Rede von sein von dicker Mann oder sowas. Dann hier, das wird wohl Event sein, wo ich gerade eben schon im Teaser drauf angesprochen habe. Beziehungsweise im offiziellen ganz gerade hier. Trailer. So, und hier dann jetzt die neuen Gebäude. Stand für Hydrokultur wird benötigen. 25 Torf, 10 Schwefel, 20 Plastik, 20 Asche, alte Glühbirne und Batterien. Wo auch immer wir Torf, Schwefel und Asche herbekommen. Jedenfalls wird da einiges Neues ins Spiel kommen. Für die Pressmaschine brauchen wir 20 Lager, 15 Stahlplatten, 15 Waffenöl, 20 Waffenteile, 10 Schraubenschlüssel und 10 Hämmer. Ich vermute mal, dass wir an der Pressmaschine die Bleiplatten, die wir da auch im Bunker brauchten, um eine dieser Konsolen zu reparieren, eventuell herstellen können, dass wir eventuell die Batterien, die Autobatterien, die wir fürs ATV bekommen, eventuell zu Blei recyceln können, weil in Autobatterien steckt ja standardmäßig eigentlich eine Menge Blei drin, dass wir da recyceln können und dann da die Bleiplatten herstellen können. Weil für den Kocher braucht man dann 5 Stahlplatten, 15 Eichenbretter, 25 Steinblöcke, 20 Kiefernbretter, 3 Hämmer und 15 Eisenplatten. Und für die Bodenminen, Stahlplatten, Elektronik, Sprengstoff, höchstwahrscheinlich C4, 10 Nägel und 3 Waffenteile. Und dann gibt es nämlich hier noch ein paar noch mehr neue Sachen. Neben Werkzeugmaschinen gibt es Informationen zum Basteln von Antiglatt, weiß ich jetzt nicht, was damit gemeint ist. Hüte und hölzerne Angelruten, möglicherweise müssen sich eine professionelle suchen. Wir haben auch das Rezept für einen bestimmten Sprengstoff geändert, vielleicht für C4 oder das Material, das im C4-Rezept verwendet wird. Also da hat schon jemand vielleicht aus der Alpha-Version Data Mining gemacht und rückwärts, und ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Jedenfalls haben wir hier Rezepte gefunden. Antifrohkappen, weiß ich jetzt nicht, was das sein soll. Jedenfalls braucht man da Bleiplatten für, das eben angesprochene, dass wir dafür die Pressmaschine brauchen, dass wir Bleiplatten herstellen können. Gummi, Kunststoff, Filter, Kohlenstoff, also da wird wahrscheinlich Carbon mit gemeint. Dann brauchen wir für Antifrohkappen. Jetzt fragt mich nicht, ob das eine Bodenmine sein soll. Angelrute aus Holz können wir herstellen mit Eichenbretter, Isolierbänder, Seile, Kunststoff und Kleber. Also da brauchen wir nicht mehr die Stahlplatte oder Stahlbarren, brauchte man vorher für eine Angelrute. Und dann hier Sprengstoff C4, Schießpulver, Brennstoffe, Aluminiumplatten, Isolierband, Kunststoffe und Waffenöl. Wobei das Schießpulver gibt es ja immer noch nicht im Spiel. Da weiß ich jetzt auch nicht. Ne? So, und jetzt hier nun mit den Rezepten ist alles klar. Sammeln Sie Hammer und vergessen Sie nicht, Lampen und Batterien in Reserve zu lassen. Ja, hier war ja eben die Rede, dass wir für die Hydrokultur alte Glühbirnen brauchen. Haben die Glühbirnen endlich auch einen Sinn im Spiel? Und dann die nächste massive Hinzufügung sind Zombies. Ihr nächstes Update wird Dofigische sein. Keine Ahnung, was das für ein Wort ist im Russischen. Darunter sind wohl Zombies aus dem Bravo-Bunker als auch Sumpfzombies. Also hier Bravo-Bunker, das ist jetzt aus dem Russischen ins Deutsche übersetzt, wie die ganzen Viecher im Englischen heißen, haben wir eben schon gesehen. Ne? Giftschmelzer, Sturmtruppler, Giftzombie, spuckender Zombie, Zombie mit Schild, gepanzerter Polizist, Moloch. Der Moloch, das ist dieser
Juggernaut, das heißt übersetzt Moloch, Schreihals, explosiver dicker Mann, explosiver dicker Mann, sehr gut übersetzt, Giftschütze, Zombie, Hacken, der gepanzerte Boss, der Screamer-Boss, der infizierte Truthahn und Baby-Kokon. Baby-Kokon haben wir jetzt nicht gesehen, ne? In den Sumpfgebieten wird es geben normale Sumpf-Zombies, Elite-Sumpf-Zombies, Elite-Sumpf-dicker Mann, Sumpftanks, seltene Sumpf-dicker Mann, Elite-giftiger Zombie und Elite-Skelett-Zombie. Keine Ahnung, wie die echt heißen werden, wenn das Update rauskommt. Das ist jetzt halt eine Übersetzung aus dem Russischen mit dem Google Translator ins Deutsche. So, dann hier haben wir noch Staffel 3, wird einige neue Ereignisse hinzufügen. Eines davon wird ein bedingtes Bauereignis sein, das unseres Erachtens bereits im Season-Trailer in Brand gesteckt wurde. In Brand gesteckt, keine Ahnung, wie das jetzt wieder übersetzt wurde. Wenn Sie sich die Informationen ansehen, gibt es Türme, Söldner und Sumpfzombies, ja das, was ich eben sagte in dem offiziellen Trailer. Es ist immer noch nicht klar, aber basierend auf dem Text wird es einen NPC mit Aufgaben, mehreren Söldnern verschiedener Stufen, Militärtürmen und sogar Räuber geben. Wird lustig. Gucken wir mal. In den Akten der Season wird auch der Ort der Deponie erwähnt, an dem sich auch mindestens ein NPC und ein Farmgigant befinden werden. Die Deponie ist als Veranstaltung für Fahrräder vorgesehen. Aber Fahrräder ist wieder Shopper, ist wieder Fahrer, ne? Motorrad. Seien Sie also darauf vorbereitet, dass Sie ohne Motorrad nicht dorthin gelangen können. Also es wird wohl ein neues Shopper-Event oder sowas geben. Eine weitere kleine Neuerung. Es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ereignis ähnlich einem Ereignis mit einem Kokon in Staffel 2 stattfindet, bei dem der Spieler gegen Sumpfzombies kämpfen muss. Na, das würde eben das mit der Horde da erklären. Vielleicht, ja, so ein Remake aus Season 2, dass da irgendwas steht, was wir kaputt machen müssen und dann hören auf, die Zombies zu spawnen. Lassen wir uns überraschen. Ich werde immer gehypter für Season 3 Update. So, vielen Dank. Genau. Ja, also, ob das hier so ein Event ist, dass entweder uns jemand hilft oder wir müssen jemandem helfen. Keine genauen Infos dazu. Das ist halt das, was man aus dem Trailer quasi ablesen kann. Also das sind jetzt auch nochmal unbestätigte Informationen. Ne, wo es jetzt Torf und Schwefel hergibt, ob der Torf, klar, Sumpfgebiet, neue Ressource, Torf. Schwefel, weiß ich nicht, ob man das vielleicht irgendwo heraus extrahieren muss. Neue Werkbänke soll es geben, laut den Daten, die jetzt hier rausgekommen sind. Bodenminen, Kocher, ja, wie gesagt, ob man die verschiedenen Fische zu verschiedenen Futter kochen kann, dass die irgendwie 2 Stunden Brennzeit oder Zubereitungszeit brauchen, weil da oben ist ja auch die Rede von Asche, ob wir die vielleicht auch selber herstellen können oder finden müssen. Keine Ahnung, ob demnächst, wenn wir Kohle verbrennen, dann Ascheball rauskommt. Lassen wir uns überraschen, dass auch nochmal zusätzlich zu den offiziell bestätigten Informationen, also jetzt ein paar unbestätigte Informationen. Ich traue dieser Seite, also da habe ich ja schon öfter Informationen hergehabt, die auch dann nachher der Wahrheit entsprochen haben. Ne, hier wussten sie auch schon am 7. November, ja, 7. ist noch gar nicht so lange her, von den ganzen Werkbänken, Bunker, Bravo. Hier unten gab es dann auch schon zum ATV, bevor es bekannt wurde, Informationen und so weiter und so weiter. Also ich werde den Link dazu hier vk.infopub last day auch gleich nochmal unten in die Videobeschreibung reinhacken. Ich bin also sehr gehypt von dem, was ich hier alles wieder sehe und lese. Es wird echt, wenn es so kommen sollte, das fetteste Update, was Last Day on Earth jeweils gehabt hat, ob die Entwickler da überhaupt nochmal eins drauflegen können und wie lange Season 3 dann gehen wird, weil wenn Season 3 auch nur 3 Wochen geht mit so vielen Neuerungen, da werden die Spieler ganz schön lange dran zu spielen haben. Ich bin für meinen Teil jedenfalls so auf dem Standpunkt, dass ich sagen werde, ich werde dann in Zukunft auf jeden Fall wieder viel, viel, viel mehr Last Day on Earth spielen, streamen und Videos dazu machen. Das soll es aber an der Stelle gewesen sein. Ist schon wieder fast 20 Minuten lang das Video. Ich wollte eigentlich nur kurz gezeigt haben, was es hier noch zu sehen gibt. Wer das also selber nochmal nachlesen will, wer vielleicht sogar Russisch kann, kann das Ganze dann ja auf Russisch mal lesen und mir sagen, was hier alles falsch übersetzt wurde. Ich bin gehypt. Ich weiß gerade gar nicht, was ich noch erzählen soll. Deshalb sage ich euch jetzt einfach, ich wünsche euch eine gute Nacht, einen schönen guten Abend, schönen guten Morgen, Mahlzeit oder schönen guten Tag, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Lasst ein Like da, lasst Kommentare da, lasst Abos da. Ich sag bis dahin, bye bye, macht's gut, euer Shimmy.